Zu seiner Zeit war das alles so einfach. Da wussten die Menschen, der weiß, wo es lang geht. Aber nach seinem Tod und seiner Auferstehung, samt Rückfahrt in die alte Heimat, da ist die Ratlosigkeit riesengroß. Wie kann Nachfolge denn so ganz ohne Jesus funktionieren? Da gibt es dann aber ganz schnell mal zwei Meinungen. Dürfen Nachfolge und Evangelium und so weiter etwa nur die Juden? Oder ist das was für alle Menschen? Und selbst als das geklärt ist und die Gemeinde der Gläubigen immer klarer Profil gewinnt, sich zur Urkirche entwickelt, geht die Fachsimpelei munter weiter. Ist Jesus Christus Gott und Mensch zugleich? Sind Christus und Gott von gleichem Wesen? Hat Maria wirklich Gott geboren? Und was ist mit dem Heiligen Geist und dem Papst und den Sakramenten und dem Verhältnis zum Staat? So geht das über Jahrhunderte. Aber irgendwann reicht's ja auch mal, sagt sich dann endlich die ökumenische Bewegung, die in Deutschland vor allem die katholische Kirche, die Kirchen der Reformation und die orthodoxen Kirchen miteinander ins Gespräch bringt. Denn das ist allen irgendwie klar. Er hat diese ganzen Alleingänge, diese ewigen Haar- und Kirchenspaltereien garantiert nicht gewollt. Verbindet uns nicht mehr, als uns trennt? Der gemeinsame Auftrag zur Verkündigung des Evangeliums? Die Verpflichtung zur Nächstenliebe? Der Dienst an der Welt? Na also, ihre Verbundenheit demonstrieren die christlichen Kirchen in Deutschland seither in vielfältiger Weise. Bei ökumenischen Bibelwochen zum Beispiel, auf gemeinsamen Kreuzwegen und Kirchentagen. Man versammelt sich zu ökumenischen Gebetswochen und Gottesdiensten. Zu gemeinsam gestalteten Trauungen und Tauferinnerungsfeiern. Auch institutionell wird Verbundenheit gepflegt, lokal wie international. Also alles eitel Sonnenschein? Das Ziel, endlich wieder eine Kirche zu sein, also fast erreicht? Vor Ort in den Gemeinden läuft's meistens richtig gut, ja. Theologisch aber bleiben Differenzen. Mit Folgen für die Glaubenspraxis und die Bewertung gesellschaftlicher Entwicklungen. Aktuell spannend: Wie muss man eigentlich das große Reformationsjubiläum finden? Ist das ein Grund zum Jubeln? 500 Jahre protestantische Kirche? Oder ist das nicht eher eine traurige Sache? Kirchentrennung, eigentlich doch sehr ärgerlich. Ganz sicher eine prima Gelegenheit, das zu stärken, was verbindet. Es bleibt also spannend. Wir bleiben dran.